ja, nach dem immer einige Wochen in Anspruch nehmenden Vorlauf, damit ein Untersuchungsausschuss arbeitsfähig werden kann, starten wir heute mit der tatsächlichen Aufklärungsarbeit. Wir beginnen mit den ersten Sachverständigenanhörungen und ich glaube, alle Fraktionen sind dankbar, dass es jetzt losgeht. Wir haben vermutlich für mehrere Jahre das Ziel, in diesem Untersuchungsausschuss möglichst viele Verbesserungs- Optimierungspotenziale zu identifizieren, die die Frage beantworten, wie schaffen wir es, dass so ein Anschlag mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sich nicht wiederholen kann. Und es gibt einige Untersuchungsausschüsse in Berlin und Nordrhein-Westfalen, es gibt Sonderermittler, es gibt das Parlamentarische Kontrollgremium, das schon Untersuchungen gemacht hat. Wir wollen Doppelarbeit möglichst vermeiden, aber wir wollen aus dem Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages den Gesamtblick werfen auf die sicher 40 bis 50 zuständigen Behörden, die für Asyl- und Aufenthaltsrecht, die für die polizeilichen Prozesse, die staatsanwaltschaftlichen und die gerichtlichen in diesem Fall eine Mitzuständigkeit hatten, haben über Bund, Länder und Kommunen die Arbeitsprozesse, der Informationsaustausch, wo funktioniert und wo nicht. Es kann ja nicht alles optimal gelaufen sein, sonst wäre es nicht zu dem Anschlag gekommen. Das aufzuklären in diesem Netzwerk, das kann eigentlich nur der Deutsche Bundestag, weil die Bundesländer für sich auf ihre Arbeitsprozesse schauen und wir versuchen es für ganz Deutschland zu machen. Dabei werden wir uns am Täterverhalten orientieren, das heißt, wir werden chronologisch vom Grenzübertritt aus der Schweiz nach Deutschland den Fall Revue passieren lassen und uns dann über Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Berlin, Niedersachsen und die beteiligten Bundesbehörden ein umfassendes Bild machen. Wie konnte es zu dem kommen, was sich am Breitscheidplatz ereignet hat und wie können wir das künftig verhindern? Es gibt bereits eine Reihe von Verbesserungen, die gesetzgeberisch umgesetzt wurden oder auch exekutiv. Ob das reicht, werden wir feststellen. Und ich gehe im Moment davon aus, dass der Ausschuss dazu sich über alle Fraktionen hinweg auf dieses Ziel konzentriert. So lässt sich der Beginn jedenfalls an und Parteiinteressen in den Hintergrund treten. Das ist auch unsere Pflicht angesichts 12 Toter und über 50 Verletzter. Wir werden es nicht versäumen, noch im Jahr 2018 auf eine adäquate Art und Weise mit den überlebenden Opfern und Hinterbliebenen ins Gespräch zu kommen. Ich glaube, das ist auch für uns, für unsere Einstellung in diesem Verfahren wichtig. Und ich möchte nicht vergessen zu erwähnen, der Ausschuss hatte bereits ein Gespräch mit dem Opferbeauftragten, dem ehemaligen Ministerpräsidenten Kurt Beck und dem Berliner Anwalt Weber. Dieses Gespräch war nach Ansicht aller Fraktionen sehr, sehr beeindruckend, sehr aufschlussreich und wir waren uns alle zusammen einig. Ganz großes Lob an die beiden Opferbeauftragten, die eine hervorragende Arbeit gemacht haben und durch die 2 Stunden, die sie uns informiert haben, auch den Ausschuss, glaube ich, beeindruckt haben. Auch was den Ablauf unserer weiteren Arbeit anbelangt, insbesondere aber auch den Umgang mit den überlebenden Opfern und Hinterbliebenen. Danke. Ja, meine Damen und Herren, die heutige Sitzung ist eine Sachverständigenanhörung zum Vollzug des Asyl- und Ausländerrechts in Deutschland. Es ist eine ganz wichtige Sitzung, weil wir heute den Sachverständigen erörtern wollen, wo im föderalen Gefüge das Asyl- und Ausländerrecht
wie und in welchem Umfang das Zugang-Ausländerrecht vollzogen wird. Und vor allen Dingen wollen wir wissen, wo es Defizite gibt. Wir haben in Deutschland ein Nebeneinander der Zuständigkeiten zwischen Bund und Ländern. Der Bund ist für das Asylverfahren zuständig, aber die Frage der Rückführung und dann auch der tatsächlichen Abschiebung obliegt den Ländern. Und es ist bei diesem Fall augenfällig, dass hier Sand im Getriebe war. Wir wollen wissen, ob die Regelungen, die wir haben, ausreichen oder ob wir Regelungen straffen und neu schaffen müssen. Wir wollen auch darüber sprechen, ob die gesetzlichen Verschärfungen des Asyl- und Ausländerrechts der letzten 2 Jahre bereits erste positive Früchte tragen oder ob der Bund hier noch nachsteuern muss. Wir tun das mit Sachverständigen, weil es wichtig ist, dass die Erfahrungen der Praxis, aber auch theoretische Beleuchtungen der gesamten Problematik ein wichtiger Aspekt sind, wenn es darum geht, Verbesserungen zu erzielen. Daneben, Herr Vorsitzender Schuss hat das angesprochen, ist uns wichtig, eine Begleitung der Opfer in diesem Untersuchungsausschuss zu leisten, unabhängig von der Frage, wann wir uns mit den Opfern treffen. Und ich hoffe, es wird sehr bald sein, müssen wir auch die Frage der Opferentschädigung neu angehen und regeln. Es gab dazu bereits eine Debatte im Deutschen Bundestag im letzten Dezember. Das reicht aber nicht aus. Wir brauchen hier klare und bessere Regelungen, damit diejenigen, die betroffen sind von einem möglichen künftigen Anschlag, was wir alle verhindern wollen, dass aber trotzdem hier der Staat ausreichend und rechtzeitig seine Maßnahmen leistet. Insgesamt erwarte ich mir vom heutigen Tag, dass wir klar und deutlich hören, wo Verbesserungspotenziale im Bereich des Asyl- und Ausländerrechts noch leistbar sind. Vielen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir steigen heute in eine wichtige Anhörung ein als Untersuchungsausschuss. Wir reden heute über Kernbereiche der Sicherheitsarchitektur, namentlich das Asylverfahrensrecht, das Asylrecht, das Aufenthaltsgesetz Deutschland. Es hat sich im Fall Amri ja exemplarisch gezeigt, dass die Komplexität dieser Vorschriften durchaus auch ein Hemmnis war für viele Behörden. Uns freie Demokraten interessiert insbesondere die Rolle des Bundes in der ganzen Angelegenheit. Wir müssen ja leider feststellen, dass es eine bemerkenswerte Passivität war bei vielen Bundesbehörden. Wir fragen uns schon, warum der GBA, warum das BKA, warum andere Behörden dieses Verfahren nicht deutlich vor dem Anschlag an sich gezogen haben, welche Möglichkeiten es auch gibt, im Rahmen des Aufenthaltsgesetzes von Bundesbehörden Verfahren an sich zu ziehen und Gefährder entsprechend abzuschieben. Und wir stellen die grundlegende Frage natürlich der Sicherheitsarchitektur. De Maizière hat vor nicht einmal 12 Monaten bemerkenswerte Vorschläge gemacht in der Reform der Sicherheitsarchitektur. Wir als Fraktion der Freien Demokraten nehmen schon mit Bedauern zur Kenntnis, dass der neue Bundesinnenminister Seehofer vor wenigen Tagen in der Süddeutschen Zeitung erklärt hat, er sehe keinen Handlungsbedarf bei der Sicherheitsarchitektur der Bundesrepublik. Diese Passt-so-Politik des Bundesinnenministers, das ist nicht die richtige Antwort auf diesen Anschlag mit 12 Toten und 67 Opfern. Diese Fragen werden wir ergebnisoffen stellen. Wir sind gespannt auf die Meinung der Sachverständigen. Wir werden uns natürlich konstruktiv beteiligen an der Arbeit dieses Untersuchungsausschusses. Das gebietet auch der Respekt gegenüber den Opfern und den Hinterbliebenen. Dankeschön. Guten Tag, meine Damen und Herren, Herr von Lotz und ich, wir haben eben gerade festgestellt, da stehen wir wieder, Donnerstag, 12 Uhr vor der grauen Wand. Ein anderes Thema, deshalb auch von mir ein paar Bemerkungen zur heutigen Sachverständigenanhörung zum Asyl- und Aufenthaltsrecht. Sie wissen, die Position der Linken ist, dass wir in diesem Zusammenhang, in diesem Komplex nicht die Antwort zu der Frage suchen, hätte dieser Anschlag verhindert werden können, haben die Sicherheitsbehörden alles getan im Vorfeld mit ihren Befugnissen der Gefahrenabwehr, den zukünftigen Attentäter festzusetzen und die Tatvorbereitungen zu unterbinden. Das Asyl- und Aufenthaltsrecht ist nicht der Ort, diese sicherheitspolitischen Fragen zu beantworten. Da sind wir uns auch mit unserem Sachverständigen einig. Wenn Sie die schriftlichen Stellungnahmen, die uns heute zugegangen sind, einsehen, so werden Sie feststellen, dass das überwiegende Gros der Sachverständigen zu der Feststellung kommt,
dass es, wenn wir uns auf die Versäumnisse im Asyl- und Aufenthaltsrecht zur Person von Amri verständigen wollen, es nicht darum gehen kann, weitere Gesetzesverschärfung zu fordern, sondern dass es hier darum geht, die zugrunde liegenden Vollzugsdefizite dahingehend zu befragen, ob sie personeller Art waren, ob sie Pannen waren oder ob es hier auch systematische Probleme im Versuch des Aufenthalts- und Asylrechts gibt. Ich möchte an der Stelle auch nochmal klar machen, dass wir von dieser sachverständigen Anhörung ausgehen, natürlich dann in den nächsten Wochen den Blick darauf zu richten haben, welche Versäumnisse, aber auch Fehlentscheidungen es insbesondere in den Strafverfolgungsbehörden, in den Gremien der Zusammenarbeit, aber auch in der Justiz gegeben hat. Die Vorgänge, die wir derzeit im Abgeordnetenhaus in Berlin zu besichtigen haben, fehlende Unterlagen, ich hoffe, sie werden noch gefunden und sie sind tatsächlich dort, wo sie sein sollen, zu der Telekommunikationsüberwachung zu Amri, geben uns eine Idee davon, dass hier möglicherweise ganz gravierende Fragen verbunden sind, ob eben Erkenntnisse, die den Sicherheitsbehörden vorlagen zu seinen Verabredungen, zu seinen Anschlagplänen, richtig und vor allem rechtzeitig durch dann auch Aktivitäten der tatsächlich dafür den Vollzug zuständigen Sicherheitsbehörden verantwortet wurden. Wir haben heute in der Beratungssitzung deswegen ausdrücklich auch das Land Berlin, aber auch andere Behörden gebeten, die Unterlagen, die wir als Beweisbeschluss zu diesen Vorgängen angefordert haben, unverzüglich prioritär dem Bundesuntersuchungsausschuss zuzuleiten, weil wir es bei einigen dieser Beweisbeschlüsse auch heute schon mit einem gewissen Fristverzug zu tun haben und diese Unterlage für uns aber gerade in der Vorbereitung der kommenden Zeugenvernehmungen sehr wichtig ist, diese rechtzeitig und bald nicht nur aus dem Land Berlin, da spielt natürlich auch Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, aber auch die Bundesbehörden eine große Rolle zur Verfügung zu haben. Dankeschön. Ja, meine Damen und Herren, im Unterschied zur Kollegin Renner ist es für mich eine Premiere, mit der grauen Wand zu stehen. Nichtsdestotrotz sind wir, glaube ich, in der SPD-Fraktion ganz froh darüber, dass wir jetzt tatsächlich in die konkrete Arbeit einsteigen und dass wir über die Fraktionen hinweg im Untersuchungsausschuss uns darüber verständigen konnten, wie man sinnvoll die Lücke füllen kann, bevor wir in die eigentliche Zeugenvernehmung, mit der eigentlichen Zeugenvernehmung beginnen können. Aber diese Sachverständigenanhörungen, die wir uns jetzt vorgenommen haben, sind eine gute Vorbereitung für alle Mitglieder des Untersuchungsausschusses, um eine gemeinsame Grundlage zu finden, auch zur Vorbereitung dann auf die Zeugenvernehmung. Und ich denke, sie beleuchten viele wichtige Aspekte, die sozusagen den Rahmen abstecken, innerhalb dessen sich ein Attentäter wie Anis Amri bewegen konnte. Da wird auch der heutige Tag eine wichtige Rolle spielen. Also die Frage der Art und Weise, wie das Asylrecht in Europa und in Deutschland funktioniert, war ja eine Grundlage dafür, dass er überhaupt in Deutschland sein konnte. Und auch wenn ich all denjenigen Recht gebe, die sagen, das Asylrecht ist sozusagen die Ursache für behördliche Versäumnisse im Bereich der Strafermittlung oder im Bereich der Prävention von Straftaten. Das ist doch ein Teil der Bedingungen, von denen wir ausgehen haben, die letztlich diesen schrecklichen Anschlag haben möglich werden lassen. Insofern glaube ich, ist es ganz gut, dass wir heute damit anfangen und dass wir uns gemeinsam einen Eindruck davon verschaffen. Erstens, was sind die Ziele des europäischen und des deutschen Asylrechts? Zweitens, wie wird es umgesetzt und an welchen Stellen muss die Umsetzung so verbessert werden, dass wir wirklich sagen können, wir haben einen Staat, der unter allen Umständen das, was er sich selber zum Ziel gesetzt hat, gesetzlichen Rahmen definiert hat, dann auch konkret umsetzen kann und der nötigen Rechtssicherheit einerseits für diejenigen, die in Deutschland Asyl suchen und andererseits mit der nötigen Sicherheit für die Behörden, die entsprechenden Abläufe auch vollziehen zu können. Insofern bin ich sehr gespannt auf die Anhörungen, die wir heute haben und auch auf die Folgeanhörungen und auf die Debatten, die sich im politischen Raum mit der Gesellschaft verhandeln. Ja, meine Damen und Herren, der erste Untersuchungsausschuss der 19. Wahlperiode beginnt hier mit seiner Arbeit. Einige Sitzungen vorbereitend hatten wir. Jetzt werden hier heute relevante Themen aufgerufen.
Man muss sagen, dass ganz direkt nach dem Anschlag das Ausländer- und Asylrecht ja im Fokus der Diskussion stand. Das hat sich in den letzten Monaten etwas relativiert, weil man eben von dieser These, die erst verbreitet wurde, es handelt sich hier um einen Kleinkriminellen, den man gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte, doch etwas wegbewegt hat. Wir wissen heute, Anis Amri war ein hochvernetzter, sehr gefährlicher Terrorist. Man hatte ihn sehr früh auf dem Schirm, man hat ihn sehr lange beobachtet, sehr intensiv beobachtet. Er war vernetzt, er war innerhalb Europas unterwegs, er war innerhalb Deutschlands unterwegs und man hatte ihn eigentlich sehr früh auf dem Schirm. So dass ich sagen würde, heute ist das Ausländer- und Asylrecht sicherlich ein Punkt, den wir uns angucken müssen, aber eben erst ein kleiner Beginnbaustein der Probleme, die es beim Anschlag auf dem Breitscheidplatz gegeben hat. Und das will ich auch sagen vor dem Hintergrund der Opfer und Angehörigen der Opfer. Wenn wir hier den Konsens haben, dass es in Zukunft darum geht, diese Straftaten, diese grauenvollen Attentate zu verhindern, dann darf man eben nicht den Blick verengen. Es gibt, wenn man die europäischen Anschläge der letzten Jahre islamistisch motiviert anguckt, eben sehr, sehr unterschiedliche Geschichten und Täterbiografien und deswegen ist es ganz wichtig, dass man das eben nicht eingrenzt, sondern den Blick öffnet. Das tun wir hier heute mit dieser Anhörung. Wir müssen sehen, wie die Behörden besser miteinander kooperieren können, auch im Ausländer- und Asylrecht, wie wir transparentere, zügigere Verfahren bekommen. Aber es ist ein erster Schritt für diese doch sehr weitreichende Aufklärung, die uns bevorsteht, für die vielen Akten, die dieser Untersuchungsausschuss jetzt die nächsten Monate erwartet. Und ich persönlich bin froh darüber, dass wir heute anfangen, hier richtig und substanziell zu arbeiten. Vielen Dank. Ja, wir beginnen heute mit dem ersten Untersuchungsausschuss dieser Wahlperiode. Wie für einige Kollegen so ist das natürlich auch für uns der erste, an dem wir teilnehmen, ganz klarer Fall. Und ich glaube, dass es ein besonders wichtiger Untersuchungsausschuss ist. Wir sind es den Opfern schuldig, aufzuklären, was hier passiert ist, was falsch gelaufen ist und was wir vor allen Dingen für die Zukunft verhindern können. Ich glaube, das eint uns alle, dass wir das in den Mittelpunkt unserer Arbeit stellen. Wir sind uns alle einig, dass wir diese Anschläge verhindern müssen. Dafür müssen wir aufklären, was wir an Fehlern gemacht haben, welche Fehler wir möglicherweise im System haben, welche Fehler möglicherweise Menschen ursächlich waren, was die Gründe für die Fehler gewesen sind und wie wir sie in Zukunft vermeiden können, weil nochmal das Wichtigste ist, dass wir diese Anschläge in Deutschland nicht mehr wieder erleben müssen. Wir fangen heute an mit der Anhörung der Sachverständigen zum Asyl- und Ausländerrecht und Aufenthaltsrecht. Ich glaube, das ist die Basis, von der wir ausgehen müssen. Einige Kollegen sind sich schon sicher, dass es gesetzliche Änderungen nicht braucht, aber vielleicht erfahren wir von den Sachverständigen ja noch Neues. Wir auf jeden Fall gehen in dieser Anhörung ergebnisoffen und wollen von den Sachverständigen hören, was Sie uns zur Kenntnis geben können, ohne schon jetzt das Urteil beschlossen zu haben. Wir werden weiter in Kürze weitere Sachverständige anhören, auch zum Thema Islam und föderale Sicherheitsarchitektur. Das sind weitere Grundbestandteile, von denen aus wir arbeiten werden. Ich freue mich auf die Arbeit und bin mir bewusst, welche große Verantwortung dieser Untersuchungsausschuss hat. Ich hoffe, dass wir zu guten Ergebnissen kommen werden, denn diese Anschläge dürfen nicht wieder passieren.